Hi. Ich habe mir gedacht, sorry, ich schreibe wie jede andere Poetry-Slammerin auch mal einen Feminismus-Text. Das Ganze hat einen tollen Spin, weil ich nicht gut darin bin. Und es geht so. Ich mag Männer nicht. Bis vor kurzer Zeit habe ich mir noch gedacht, okay, sind schon okay. Boys sind süß und so, sind ein bisschen dumm und so, aber können ja auch nichts dafür und so. Aber mittlerweile, glaube ich, mag ich Männer generell nicht. Bis vor kurzem war ich noch so auf, Männer sind zwar anders, aber Männer sind auch nett. Männer sind zwar Hurensöhne, aber oft haben sie auch recht. Männer wollen nicht Rätsel raten, rasieren sich mit Gillette. Männer können schwere Sachen heben, Männer mag man eben. Echt. Mittlerweile denke ich mir aber so, Männer sind haarig, Männer schwitzen, Männer sollen verdammt nochmal in ihr eigenes Gesicht abspritzen. Ich weiß nicht. Irgendwas stößt mich an Männern und ihren gottverdammten Lügenmäulern so ab. Ich hasse es, wenn sie mich auf Instagram mit Hey, Sex anschreiben. Ich hasse es, wenn sie sagen, Frauen wären in der Politik nicht so gut aufgehoben, weil die können ja wegen ihren Hormonen voll easy einen Genozid starten. Ich hasse es, wenn Männer atmen. Und ja, vielleicht sollte ich in die Politik gehen, um das alles zu ändern, aber ich glaube, ich wäre ganz ehrlich hormonell bedingt zu emotional und würde auf alle Männer einen Genozid starten. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich eine Frau und ein Feminazi und eine hässliche, fette, gottverdammte Lesbe bin. Erstens bin ich gar keine fette, hässliche Lesbe, ich bin eine fette, hässliche Bisexuelle. Zweitens sage ich das aus jahrelangem Herzschmerz mit 0815 Tumblr Boys heraus. Drittens sind Typen verdammt nochmal selbst schuld an ihrem Shitty-Ruf. Viertens habe ich einen krassen Vaterkomplex, so wie jede Person in meinem Alter, die ich kenne, weil Väter ist gleich Männer einen absolut miserablen Job machen. Und fünftens bin ich auch nicht wirklich von Frauen ein Fan. Die sind genauso scheiße, wenn nicht sogar schlimmer, aber ich spreche hier hauptsächlich aus Penisneid, weil ich würde gerne im Stehen pinkeln. Dabei haben sie uns echt was voraus. Aber Gott war ja auch ein Mann. Natürlich musste er seinen Boys einen kleinen Bonus einräumen. Als ob es noch nicht reicht, dass Frauen mit Geburtsschmerzen, Regelschmerzen und Existenzschmerzen in einer heteronormativen Gesellschaft geplagt sind. Aber not bad für eine Rippe. 100 Gramm, somit weniger als 1% von einem männlichen Körper, also hell yeah, Sisters. Trotzdem müssen wir uns noch immer beim Wandern auf die Schuhe pissen. Ich hasse es, dass Männer alles bis ins kleinste Detail besser finden, wie sie es machen, als dass es Frauen machen. Und ich rede hier echt von den unnötigsten Sachen, über die man überhaupt reden kann. Ich nehme immer das erste Shampoo, auf dem Shampoo draufsteht. Ich denke da gar nicht drüber nach. Ich ist ja voll bescheuert, über Shampoo nachzudenken. Ja, Manuel. Deshalb siehst du auch so verdammt scheiße aus. Sorry, aber es ist nicht bescheuert, über Shampoo nachzudenken und für welches man sein Geld ausgibt, aber darüber zu reden oder es auf Facebook zu posten oder Zeit dafür zu verbrauchen, um daraus ein Meme für seine kleine misogyne Meme-Page zu machen, ist es definitiv. Und Junge, es interessiert mich nicht, wie viel Geld du hast. Davon habe ich reichlich, das ist eine Lüge, ich bin Künstlerin. Aber ich gebe keinen Fick, ob du um die Ecke wohnst. Und ich scheiß auf das 420 in deiner Tinder-Bio. Let's shoot some fucking heroin. Außerdem date ich nur noch Männer mit IQ über 90, ohne Komplexen und Stil, die mir mit ihren Privilegien nicht vor der Nase rumwedeln, sondern kurz auch mal so tun, als hätte ich auch welche. Aber Boys, ihr dürft das ja auch alle nicht falsch verstehen. Ihr seid alle echt besonders und ich weiß, viele sind da jetzt komplett überfordert mit den Gefühlen, die sie nie gelernt haben, einzuordnen. Männer sind echt süß. Ja, fast ein bisschen hilflos. Aber ganz ehrlich, wäre ich gern einer von euch. Also, ich meine das jetzt nicht so genderfluid oder whatever, aber das Leben wirkt für euch nicht nur besser, stressfreier oder angenehmer, sondern auch einfach mega lässig. Und bevor jetzt wieder irgendwer sagt, aber nicht für alle Männer ist das Leben mega lässig, dann sage ich nur, aber für alle Frauen wirkt so. Also wieder Fresse, Manuel, niemanden interessiert's. Danke.